spaceships of the future, these men of courage and daring set out to conquer the universe beyond the known world, lost and trapped in space, with no hope of return. We're being pulled into the sun. Watch the skies. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Watch the Skies. Und zwar mittlerweile mit der 5. Ausgabe und natürlich wieder an meiner Seite einmal der Jacko. Hallo Jacko. Einen wunderschönen guten Abend. Und der Ding Dong. Hallo Ding Dong. Hi. Genau, wieder geballte Science-Fiction Nerd-Power, hätte ich fast gesagt, hier an der Front. Und das heißt fast. Also das ist Nerd-Power hoch 10, würde ich sagen. Das ist sie, genau. Und ihr hattet jetzt einen Film rausgesucht, den ich noch nicht kannte. Und wo ihr gesagt habt, das ist einer der absoluten Kultfilme der Anfang der 80er. Und wovon du dich jetzt in dem ersten Satz schon zweimal distanziert hast, ganz aber eindeutig. Aber sowas ja, von. Genau, ich habe mir auf jeden Fall tapfer angesehen, eine Stunde und 20 Minuten. Und ich muss zugeben, an manchen Stellen hat er seine Momente. Und es gibt auf jeden Fall etwas, was der Film besonders hat, also nicht nur Eyecatcher technisch, da kommen wir nachher noch zu, sondern tatsächlich auch in sich. Es gibt ein paar Besonderheiten und der Film führt dazu, dass wir tatsächlich Terminator und Aliens 2 bekommen haben. Da können wir nachher auch nochmal drüber reden. Genau, aber worum geht's denn überhaupt? Wir haben uns rausgesucht gehabt für die 5. Ausgabe Planet des Schreckens. Original heißt der Galaxy of Terror aus dem Jahr 1981. Und es ist eine Roger Corman-Produktion. Ich glaube, das sagt schon vieles aus, ehrlich gesagt, in welche Richtung es geht. Und die Regie übernommen hatte Bruce D. Clark, wo ich dann erstmal reingeguckt hatte bei IMDb, weil der Name mir überhaupt nichts sagte. Und ich dann festgestellt habe, so, ja, er hat auch nur 4 Filme in seiner Vita, die er als Regisseur gedreht hat, wovon der letzte tatsächlich Galaxy of Terror war, 1981. Und die anderen beiden berühmten Filme laut IMDb von ihm sind Nackt auf hartem Sattel und der Boxfilm Hammer. So ist das halt manchmal. Also Nackt auf hartem Sattel kenne ich nicht, aber der ist sofort vorgemerkt. Das ist sensationell. Super Titel, genau. Auch das Drehbuch ist sehr faszinierend. Das wurde geschrieben von Mark Siegler, der Schauspieler. Der hat danach auch nie wieder richtig Drehbücher geschrieben. Dann von Bruce D. Clark. Okay. Und von William Stout. Und der ist Ausstatter. Und hat danach eigentlich auch nur noch wieder als Ausstatter gearbeitet, aber nie als Drehbuchautor. Das nur so als Rahmen. Ja, aber es passt ja ganz gut, weil die haben ja viele Leute irgendwie Sachen gemacht, die sie später so nicht nochmal gemacht haben. Ja. Also die sind aufgestiegen in der Rangliste des Filmemachens, sagen wir es mal so. Aber das ist auch bei Corman typisch, ne? Die fangen alle mal als irgendwas an und enden dann weitaus größer. Absolut. Ja. Genau, vielleicht mal, um zusammenzufassen, wir haben uns vorhin schon drüber unterhalten, wegen der Zusammenfassung des Films, aber worum geht's denn eigentlich in dem Film? Mag mal jemand von euch beiden sich da rantrauen und sagen, was passiert denn da eigentlich? Dann der Ding nur hat ihn verstanden, der macht das. Okay. Der Master, Herrscher über die Weiten der Galaxis, schickt eine bunt zusammengewürfelte Crew auf eine Rettungsmission. Ihr Ziel? Der Planet Morgantus, ja. Auf dem unlängst ein Raumschiff abgestürzt ist. Doch schnell wird aus der Rettungsmission der reinste Überlebenskampf. Das ist der Plot. Besser hätte ich es jetzt auch nicht zusammenfassen können. Und das ist der Anfang, das ist der Anfang, das ist ja. Ne? Ein Überlebenskampf ist auch das Ende. Also. Letzten Endes, ja. Und sehr dramatisch auf jeden Fall. Was ich gerade übrigens vergessen habe, wir nehmen den Podcast am 13. Mai auf, das nur so mal am Rande. Und gestern kam die traurige Nachricht, dass Roger Corman gestorben ist. Und wir haben auch einen kleinen Artikel geschrieben auf Movie Break, um so einen Abschied zu geben. Weil tatsächlich er, du hast es gerade beschrieben, vielen Schauspielern und auch anderen Menschen in Hollywood so eine Chance gegeben hat, so das Handwerk zu lernen. Und ich glaube, ohne ihn würde Hollywood gar nicht so aussehen, wie es heute aussieht, ehrlich gesagt. Zumindest so, wie wir es kennen. Das nur so, ja. Dass man das mal gesagt hat. Danke für die ganzen vielen Filme, manchmal auch leidvollen Filme, wenn sie guckt, aber es sind auch schön viele gute Filme dabei, ja.
Ja, sind ja genug, ne? Er hat über 50 selber gedreht und ich glaube 400, 500 produziert, ne? Ja. Über 500, ja, tatsächlich. Ja, das ist schon heftig. Also, um das mal zu schließen, ich habe gerade direkt vor einer Stunde mit Stu einen Podcast über Roger Corman aufgenommen, der wahrscheinlich vor diesem Jahr rauskommen wird, aus aktuellem Anlass. Also, ich wiederhole mich gerade so ein bisschen wahrscheinlich, was das angeht. Ja. Großartiger Mann, wirklich ganz, ganz großer Mann. Das meine ich ohne Ironie oder so. Der hat ganz, ganz viel geleistet für das Filmbusiness. Galaxy of Terror ist mit Sicherheit nicht die Glanzstunde seines Schaffens, aber auch da sieht man Dinge, die ihn groß gemacht haben. Richtig. Wobei der schon zu seinen späteren, besseren Werken zählt, sagen wir es mal so. Ja, genau. Angefangen hat er in den 50ern und der hier so in den 80ern. Ja, und seine Blütezeit eindeutig in den 60ern bis in die 70er. Mhm. Und dann ging es schon langsam runter, das muss man ganz ernsthaft auch so sagen. Genau. Okay, warum haben wir den Film ausgewählt und was verbindet uns mit dem Film? Ich fange diesmal mal an. Ich habe schon gesagt, ich kannte ihn nicht. Und ich hatte mal reingeguckt in den Trailer und dachte mir so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Und es kann sein, dass ich da irgendwann mal auch Ende der 90er irgendwie nachts mal durchgesäppt habe und das irgendwie lief und dann weitergesäppt habe. Genau, deswegen war das meine Erstsichtung und ich muss gestehen, ich war an manchen Stellen ein bisschen fassungslos, hatte aber trotzdem meinen Spaß, weil er gerade spratzig und viel Gore beinhaltet und manche Effekte auch besser sind, als man sie eigentlich erwarten würde. Genau, und aber am Ende des Films dachte ich mir auch so, worum ging es jetzt eigentlich? Ich habe ihn nicht verstanden. Genau, es ist vielleicht aber auch eine Besonderheit des Films. Genau, das ist so mein Part dazu. Genau, Jaco, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich kannte den Film schon. Ich habe ihn, ich weiß gar nicht, wann ich den zum ersten Mal gesehen habe, so vor 15, 10 Jahren in Pi mal Daumen. So. Das war auch so ein Zufalls... Ich habe mir den direkt gekauft. Das war so ein Zufallskauf. Ne? Ich bin da bei irgendeiner Gelegenheit über dieses Mediabook gestolpert und dachte mir, eine Roger Corman-Produktion, die kennst du ja gar nicht. War ein geiles Cover, war eine ulkige Inhaltsbeschreibung. Und ich dachte mir, ich nimm's jetzt einfach mal mit und habe mir den angeguckt. Und hatte tatsächlich sehr viel Spaß mit diesem Film. Und habe ihn dann aber auch lange nicht mehr gesehen. Es ist einiges hängen geblieben. Ich habe auch einiges wieder vergessen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und als ich ihn jetzt wieder gesehen habe, war ich auch ein bisschen irritiert teilweise. Aber ich hatte nichtsdestotrotz wieder sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Und passt ja jetzt gerade, ich habe den jetzt, wann habe ich den gesehen? Vorgestern und habe gestern von dem Tod von Roger Corman erfahren. Und gerade in dem Kontext habe ich ihn dann nochmal, quasi rückwirkend, auch nochmal ein bisschen mit anderen Augen gesehen. Er zeigt wirklich vieles, wofür die Roger Corman Filmschmiede dann doch relativ berühmt war. Ja, das war so die zweite Schaffensperiode von Roger Corman nach American International Pictures. Das war jetzt seine eigene Firma. Wie hieß sie gleich? Ich hab's vergessen. Ist gerade auch so ein Stück weit. Ja, genau. Aber das war ja seine eigene Produktionsfirma tatsächlich, die dann sich sehr spezialisiert darauf hat, noch etwas gorigere Filme und noch exploitativer zu machen, als er sie vorher schon sowieso gemacht hat. Und da passt der eigentlich wunderbar rein. Ja, eigentlich, also Jaco wollte es jetzt nicht verraten, aber wir haben eigentlich nur ausgewählt, um dich, Thomas, zu ärgern. Das habt ihr fast geschafft, fast. Nein, wann habe ich denn das erste Mal gesehen? Ich glaube, irgendwann, also auf Prime müsste er rausgekommen sein. Ich wusste aber vorher schon, dass es ihn gibt, weil ich ja ein großer Fan von Alien bin und im Zuge dessen halt auch viele, ich sag mal, Rip-Offs oder wie man es auch immer nennen möchte, mal nachrecherchiert hatte und einfach allgemein auf Weltraumhorror stehe und dann läufst du einfach über bestimmte Titel immer wieder drüber. Und der war aber in Deutschland relativ lange, relativ schwer zu kriegen, weil es ihn nur auf DVD gab eine Zeit lang und die war relativ teuer. Dann kam Mediabook, streng limitiert, war dann auch relativ teuer, nachdem es ausverkauft war. Und da war Prime halt ganz hilfreich. Und mittlerweile ist er ja, ich glaube, von NSM müsste es sein, veröffentlicht worden. Und dann kann man ihn jetzt auch wirklich sehr, sehr einfach bekommen. Ja, ich bin zu dem Film, stehe ich so ein bisschen zwiespältig dem gegenüber, weil ich die erste Hälfte sehr, sehr gerne mag. Und die zweite Hälfte, da baut er halt schon ziemlich stark ab. Aber das werden wir gleich besprechen. Okay. Ich muss gestehen, ich habe ihn auf YouTube geguckt. Ihr hattet mir ja gesagt, dass die Blu-ray raus ist und ich hatte auch geschaut nach der Blu-ray und dachte mir so, 14 € für so einen Film jetzt.
Und dann habe ich nochmal geguckt gehabt auf YouTube. Lustigerweise wurde mir dann erst angezeigt, unter dem Hashtag quasi Planet des Schreckens, der Film The Man Who Fell aus dem Jahr 2007, der heißt auf Deutsch Planet des Schreckens, die Rückkehr. Und den zeigt er dir als erstes auf YouTube an. Also fallt da nicht drauf rein. Der ist noch schlimmer, glaube ich, an manchen Stellen. Bestimmt sogar. Der ist auf jeden Fall schlimmer. Ich habe mal durchgesetzt. Das war eine Katastrophe. Und vor allen Dingen, der kam 2007 raus und sieht aus, als wenn er Anfang der 90er gedreht worden ist. Das finde ich ja immer schon sehr speziell. Egal. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da noch ein bisschen weitergeguckt gehabt und es gibt ihn auf Englisch, auf jeden Fall auf YouTube. Kann man mal gucken. Warum der da drin ist, weiß ich jetzt auch nicht, aber ist halt jetzt so. Genau, das ist so ein bisschen so, wie wir zu dem Film gekommen sind und stehen. Erstsichtung, ich habe da glaube ich nochmal eine ganz andere Sicht jetzt auf jeden Fall drauf als ihr. Ihr habt vielleicht auch mal einfach schon öfter gesehen, beziehungsweise habt ihr gerade ausgeführt, dass ihr den auch anders seht dann. Und können wir gleich mal ich glaube, wir müssen auf jeden Fall spoilern viel nachher, weil so manche ikonischen Sachen aus Szenen heraus einfach dann mal besprochen werden. Vielleicht aber nochmal, bevor wir richtig einsteigen, zur Genre-Einsortierung. Ich habe in meiner Recherche zum Film ganz, ganz viele kleine Sachen nochmal rausgefunden gehabt, die sehr spannend waren und die auch gerade nochmal bezogen auf Roger Corman sehr interessant sind. Aber im Grunde lässt sich sehr ganz, ganz gut sagen, dass der Film sehr, sehr schnell so einen Kultstatus hatte, auch damals schon. Das liegt vor allen Dingen an einer gewissen Kontroverse, weil es gibt nämlich eine Szene, die ich sag jetzt einfach schon mal, das ist ja kein richtig, ist das ein Spoiler, wenn ich es jetzt schon mal sage? Nee, ist kein Spoiler. Nein. Es ist eine Szene, wo eine Vergewaltigung mit einem Alien gezeigt wird und die hat damals schon sehr, sehr schnell für Aufsehen gesorgt. Und es gibt ein Zitat, das hatte ich mir rausgesucht gehabt, das fand ich sehr, sehr schön. Und zwar im Science-Fiction-Jahrbuch des Heine Verlags heißt es etwa ungefähr halb bewundert, fassungslos, wenn man das so schreiben kann, die explizit präsentierte Vergewaltigung einer vollbusigen blonden Astronautin durch eine Riesenmade ist die skrupelloseste und schnapsideenste Money Shots in der Filmschundgeschichte. Das fand ich sehr schön. Ich glaube, das hat den Film auf jeden Fall über die Jahrzehnte hinweg immer irgendwo hochgehalten, dass er so seine Fans auch einfach hat. Aber es gibt noch mehr Szenen, wo ich sage, die sind wirklich handwerklich gut gemacht. Und ich glaube, das ist das Zweite, was den Film so ein bisschen besonders macht, weil er ist zwar ein Trash-Kultfilm und ein beliebter B-Movie-Science-Fiction-Film der 80er und reitet ganz klar auf der Welle von Alien, der ja 2 Jahre vorher ins Kino kam. Hier an meiner Stelle möchte ich auch nochmal sagen, ich glaube, das muss sehr interessant für die Leute 1979 gewesen sein, ins Kino zu gehen und Alien zu gucken. Und das erste Mal sowas zu erleben, das war, glaube ich, echt krass einfach. Das nur so am Rande, aber danach ist natürlich eine Welle an so Rip-Offs losgegangen. Ding Dong hatte schon gesagt gehabt. Und das Besondere an dem Film ist jetzt hier, es gab einen Ausstatter, beziehungsweise in der Arbeit Second Unit Director, Regisseur, den wir heute alle kennen. Und zwar James Cameron. Der hat mit dem Film quasi so ein bisschen so seinen Einstand gehabt und viel Erfahrung sammeln können und hat sich am Set auch überall reingehängt und ganz, ganz viele kreative Ideen gehabt. Viele von diesen Shots, die wir gleich noch besprechen werden, sind so ein bisschen von ihm auch und auch das Setbuilding. Und das hat dazu geführt, dass er sich einen Namen gemacht hatte und dann erst für Piranhas 2 ist es, glaube ich, genau, dann geholt worden ist. Der Film war beim Flop. Aber danach quasi mit Terminator und ja dann auch mit Aliens 2 losgelegt hatte. Und das liegt an dem Film, ehrlich gesagt. Ja, das liegt aber generell an der Art und Weise, wie Roger Corman arbeitet. Ja. Da nochmal. Weil Cameron hat auch vorher schon für Sador Herrscher im Weltraum die gleiche Funktion ausgeübt. Genau. Auch ein Roger Corman-Film, ein Jahr vorher, der auch relativ erfolgreich war. Also für das, was er ist. Ne? Der war ja auch ein totales B-Movie, sehr trashig angehaucht, war aber für Common-Verhältnisse auch relativ aufwendig, also einer seiner teuersten Filme, und hat relativ viel Geld eingespielt. Das waren ja alle Common-Filme. Die waren auf einer Hand sehr kostengünstig produziert, aber haben auch alle Geld eingespielt. Deswegen hat sich der Mann auch so lange gehalten. Der wusste einfach, was funktioniert. Und Cameron ist ein Paradebeispiel dafür, was er ja vorher schon war. Also Jack Nicholson, Joe Dante, Peter Bogdanovich, Francis Ford Coppola. Das sind alles Leute, die bei Corman gelernt haben oder Ron Howard. Ne? Die sind daraus quasi entstanden und die haben da alles möglich gemacht. Die haben am Drehbuch mitgeschrieben, die haben Second Unit Director gemacht, die haben Ausstattung gemacht, alles Mögliche und sind alles hinterher Weltstars geworden. Und die haben alle in dieser harten Corman-Schule des schnell produzierten, günstigen
ich will nicht Trash-Film sagen, weil das ist was anderes. Das ist halt eine kostengünstige Art, Filme zu drehen. Ja. Aber eine trotzdem in dem Rahmen sehr aufwendige und hochwertige. Und da konnten die alle zeigen, was sie können. Mhm. Und das unterscheidet eben Planet des Schreckens auch von so üblichen, sag ich mal, 80er Jahren Alien-Trash-Filmen, die es dann in der Folge zuhauf gab. Weil egal, wie günstig der produziert ist, und man muss auch gerade sagen, die Geschichte ist, die ist sehr zweckdienlich. Da ist viel zusammengewürfelt, teilweise sehr hanebüchen, einfach nur damit man irgendwie ein paar Szenen aufeinander folgen lassen kann. Aber die sehen für das, was sie sind, tatsächlich erstaunlich gut aus. Ja, ja, die Set-Pieces sind der Hammer. Ich meine, haben wir es eigentlich gesagt, wie viel der Film gekostet hat? Also 1,8 Millionen hat er gekostet, also knapp 2 Millionen. Das ist nicht wirklich viel Geld, ja. Und die Set-Pieces sehen wirklich, wirklich richtig gut aus. Ja. Ja. Sowohl die Raumschiffe, die Innenräume, ne, man hat es ja häufig bei günstigeren Filmen, dass dann, ich sag mal, an der Ausstattung viel gespart wird, ja, dass so Raumschiffe gar nicht nach Raumschiffen aussehen, dass man irgendwie nur eins, zwei, ich sag mal, Set-Pieces baut davon, ja, und in denen spielt sich alles ab. Das haben wir hier überhaupt nicht, ja. Also das Raumschiff wirkt richtig schön, ich sag mal, greifbar, ist auch sehr detailverliebt gemacht. Der Planet sieht super aus, ja. Wir haben dann später noch ein großes Gebäude, wo wir später noch drauf eingehen. Das sieht sehr nach Alien aus vom Look her. Und ist einfach wirklich, wirklich schön gefilmt, das Ganze, ja. Und schön ausgestattet, ja. Das ist kein Trashfilm. Das ist im Grunde nicht mal B-Movie, ja. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Na, es ist schon B-Movie. Da müssen wir die Kirche drauf lassen. Ja, natürlich, aber in der Kategorie, in der er spielt, rein von dem, was er können dürfte und müsste, ist es schon handwerklich wirklich sehr ordentlich. Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Und diese Alien-Vergleiche, die kommen ja nicht mehr durch den Inhalt. Das muss man ganz klar sagen, weil es gibt, die einzige Parallele ist, sie landen halt wie bei Anfang vom ersten Alien auf einem fremden Planeten und finden dort etwas vor. Aber alles in der Folge hat ja mit Alien nicht ganz so arg viel zu tun. Es kommt tatsächlich mehr über das Set-Design und über dieses ganze Ding. Das ist die Parallele zu Alien, weil das wirklich auch das Raumschiff, also die Innenszene erinnern stark an Alien. Mhm. Und generell, es ist so ein bisschen was von diesem Giga-Style, also wie das ganze Ding da präsentiert wird. Das hat starke Parallelen zu Alien. Und wie du schon gesagt hast, es gibt ja dieses eine Konstrukt, in dem sich viel abspielt. Und das ist ja eine Parallele zu Alien, die man eigentlich in Alien noch gar nicht gesehen hat. Das ist ja das Witzige so ein bisschen. Also, kann ich jetzt schon mal sagen. Also, auf diesem Planeten gibt es eine Art Pyramide, kann man sagen, in dem sich so relativ viel abspielt. Und in Alien 1, also im ersten Teil, gab es ja gar keine Pyramide. Die haben wir später erst in Alien vs. Predator gesehen eigentlich. Also 25 Jahre später. Aber, so heißt es, gab es angeblich schon für den ersten Alien Entwürfe für diese Pyramide. Die sollte wohl schon im ersten Alien-Film vorkommen, wurde dann aber wahrscheinlich aus Kostengründen oder wie auch immer nicht realisiert. Und aus irgendwelchen Gründen ist da jemand wohl an diese Entwürfe gekommen oder wie auch immer. Es ist sehr zufällig, dass jetzt hier diese Pyramide in diesem Film auftaucht. Kann natürlich sein. Ne? Also ich meine, der Corman hatte überall seine Finger im Spiel. Vielleicht hat da irgendwer irgendwo mitgearbeitet und dachte sich, ach, die Pyramide ist eigentlich ganz geil. Im Billiger könnten wir die schon machen. Ne? Und schwupps war sie da. Ich glaube, Beziehungen waren da eh alles. Also ich gehe insofern mit, dass wenn ihr sagt, das ist nicht so wirklich Trash, das kann ich nachvollziehen. Ich glaube, die Bandbreite von Trash und die Definition ist halt eine Frage. Ja, so. Schwammig. Ja. Genau, aber Trash ist auch immer schwierig. Was ist Trash? Genau. Das auf. Ja. Nee, das ist aber auf jeden Fall ein B-Science-Fiction-Movie. Ja, da können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Was ich noch sagen möchte, bevor wir jetzt dann nochmal auf den Film eingehen, also Atmosphäre und sowas alles haben wir schon besprochen. Ne? Ich würde noch mal ganz kurz zu James Cameron zurückhüpfen, weil der hat nämlich für den Film jemanden engagiert, der dann für die Klamotten quasi zuständig war. Hier noch ein Fun-Fact, die waren geklaut, hätte ich fast gesagt, geholt vom Battlestar Galactica der Serie. Die wurde nämlich kurz vorher beendet und dann hat er die kostengünstig dann sich holen können und hat die dann quasi umgeschneidert und dafür verwendet, das nur so am Rande. Und zwar hat er Bill Paxton engagiert, der quasi da seinen Einstieg dann in die Karriere nachher als Schauspieler hatte. Ja, aber das ist ja genau dieses Prinzip. Da macht jeder alles und irgendwann landen die ganz woanders. Und zu Battlestar Galactica, ich glaube ja auch, dass, da komme ich nochmal zurück auf Sador, der vorher gedreht wurde, da hat ja auch Richard Thomas die Hauptrolle gespielt. Hat der nicht auch in Battlestar Galactica mitgespielt?
Ja, kann sein. Was ich jetzt. Ja, ich wahrscheinlich hat der die Kostüme geklaut. Also, das hängt alles so zusammen. Nee, es stand irgendwo, dass die tatsächlich gekauft worden sind. Also, hoffe ja, ich zumindest. Aber das ist so eine Mischpumpe. Der hat wahrscheinlich dann doch wegen dem Kanto gesagt, hey, komm, Fuffi, und dann geht das Ding rüber. Ja, ne? Genau. Der Roger braucht Klamotten, ne? Ich glaube, so ist es abgelaufen. genau, steigen wir noch mal richtig in den Film ein, bevor wir dann gleich noch einen Spoiler-Part machen. Ne? Wie gesagt, Atmosphäre haben wir gerade schon besprochen. Kamera, das funktioniert auch wirklich alles ganz gut. Die Schauspielerinnen und Schauspieler finde ich alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten, muss ich gestehen. Es gibt da so ein paar, die natürlich herausstechen. Da zum Beispiel der Schiffskoch, den fand ich ganz cool. Und die verrückte Kapitänin, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Ja. Und Robert Englund hat ja quasi da auch eine seiner früheren Rollen, bevor er quasi dann so richtig in der Horrorbereich Karriere gemacht hatte. Das war auch sehr spannend. Und der Data auch. Der durfte auch. Sid Haig ebenfalls. Ja, also stimmt, genau. Sid Haig, Captain Spaulding ist, glaube ich, die Rolle, mit der man jetzt am ehesten verbindet mittlerweile. Ja. Ja, obwohl der auch schon in den 60ern und 70ern viel so Independent-Genre-Zeug gemacht hat. Immer ja. So Nebenrollen. Immer so der kantige Glatzkopf, der irgendwo im Hintergrund steht. Hm? Ja, ja. Spider-Baby hat er auch mitgemacht. Spider-Baby, genau. Oder The After. Math, so ein aus den 80er Jahren, so ein Endzeit-Science-Fiction. Yeah. Wie so ein Bahnhofskino. Das nur so, genau, okay. Das funktioniert halt irgendwie alles in dem Rahmen. Was mich nicht abgeholt hat, ist die Story. Aber das hatten wir jetzt ja schon mehrfach, ne? Weil, ja. Ernsthaft, da ist dann irgendwo, bist du auf der Erde, irgend so ein Typ hat da quasi die Kontrolle, der rot leuchtend ist. Mit dem roten Kopf, ne? Super Effekt auf jeden Fall. Der dann sagt, da müsst ihr auf jeden Fall hin und super sofort starten. Dann gibt's ja diese Startsequenz mit dem Raumschiff, wo dann auch gesagt wird, ja, in 30 Sekunden ungefähr geht's los. Ich weiß gar nicht, in 10 Sekunden waren es irgendwie. Ja, aber es sind noch gar nicht alle auf ihren Posten. Ist mir egal, die müssen auf ihren Posten sein. Und dann, zack, wird gestartet mit so geilen Gyroskop-Effekten dann auch. Auch großartig einfach. Ja, verantwortungslosester Kapitän ever. Ja. Er hat so auch so seine satirischen Momente, wo er, glaube ich, auch so auf andere Filme dann so ein bisschen rumhackt und sagt so, ja, ist halt alles irgendwie nicht so. Wo mich der Film aber auf jeden Fall abgeholt hat, und ich glaube, da geht ihr mit, sind die Gore-Effekte. Und ja. Die funktionieren heute auch noch richtig, richtig gut, finde ich. Ja, die sind auch echt saftig, das muss man mal ganz ehrlich sagen. Ne? Mhm. Ich hatte die ganze Weile nicht mehr gesehen und war doch relativ erstaunt, wie derbe die doch teilweise sind. Mhm. Und der Film, ich meine, 1980 oder 81 in Deutschland, sofort Giftschrank. Da wurde ja alles sofort weggesperrt, was auch nur entferntest in diese Richtung geht. Ich glaube, der war nur indiziert, ne? Der war nicht beschlagnahmt. Das kann gut sein, aber wahrscheinlich, weil den zu wenig Leute gesehen haben. Also, vergleich den mal mit anderen Filmen, was weiß ich, Nightmare Teil 4 oder was weiß ich was. Das ist ja Kindergeburtstag. Ja, die wurden ja auch sofort weg. Ne? Ja, der hat schon spaßige Szenen. Ja. In den USA hat er übrigens fast ein X-Rating bekommen. Ja, wegen der angesprochenen Szene, die noch sehr ausführlicher gedreht worden ist und auch länger gedreht worden ist, als sie dann ursprünglich in der Fassung im Film gelandet ist, weil sie also X-Rating noch ganz kurz erklärt, das sind Pornofilme in den USA. Wobei ich mich da frage, was die noch expliziter, weil man sieht wirklich, also dieses riesige Mehlwurm, der schlabbert der wirklich die Klamotten weg, die liegt dann nackt, wie sie ist, und der geht ja noch ein paar Mal drüber, also wenn noch mehr, also wirklich X-Rated. Hat der irgendwas in sie eingeführt? Und das hat man gesehen. Also das will ich auch nicht sehen. Aber das ist schon, also für Ami-Verhältnisse ist das schon Porno, was da ist. Ja, wahrscheinlich hast du noch ein paar Close-Ups auf die Brüste gehabt und gut ist, ne? Ja. Das ist halt Amerika. In Frankreich läuft sowas mittags im Kinderprogramm, ne? Aber in Amerika ist halt... Ja, da ist es auch Kunst. Ist Kunst, ne? Ich überlege gerade, ob wir noch was erzählen können, ohne dass wir gleich in den Spoiler-Bereich kommen. Ja, das Finale finde ich ganz okayisch, aber ich muss den Ding noch Ding Dong da recht geben. Also die zweite Hälfte, die flacht so ein bisschen ab, ne? Also weiß ich nicht. Naja, man kann so sagen, der Film hat ja, ich finde, der hat gar keine richtige Handlung. Also nee, hat ein Grundkonzept, die fliegen halt zu einem fremden Planeten und dann ist es dieses, ich sag mal, 10 kleine Jägermeister-Prinzip, also die Crew wird nacheinander auch relativ flott. Dezimiert, das geht ja relativ schnell los. Ja. Und einer nach dem anderen geht drauf, relativ kreativ, das muss man sagen, und relativ drastisch. Der hat halt Schauwerte, ist natürlich auch nicht langweilig. Aber die Handlung, ja, die ist sehr non-existent.
Und rettet sich am Ende ja ein bisschen mit so einer, ich will nicht sagen Ausrede, aber dass er halt sehr unkonkret wird, so ein bisschen was im spekulativen Raum lässt. Aber ich glaube, bin mir ziemlich sicher, das war auch so, die hatten nicht wirklich eine Handlung und haben dann gesagt, wir lassen da so ein bisschen was offen. Mhm. Da kann jeder was reininterpretieren. Am Ende sind wir nicht schuld, wenn es falsch verstanden wird oder wir keine Antwort haben. Das ist halt sehr, sehr vage alles. Und das liegt nicht daran, dass es jetzt so ein super anstrengender, intelligenter Kunstfilm ist oder ist einfach, sorry, das ist Quatsch mit Soße, ne? Aber das ist halt, es ist halt effektiv umgesetzt, ne? Und erinnert mich so an einige Filme, die erst viel, viel später kamen, so vom Kontext, so 90er-Jahre Science-Fiction-Kino. Also, vielleicht spoilere ich jetzt, aber ich will die Titel vielleicht gar nicht. Können wir sie nennen? Ich würde sie dann im offiziellen Spoiler-Part. Ich weiß, welche du im Kopf hast. Ja, ich würde sie echt im offiziellen Spoiler-Part. Ja, dann lass uns doch mal in den Spoiler-Bereich einfach einsteigen, bevor wir jetzt hier über die heiße Madel rumherum reden. genau, ich öffne jetzt offiziell den Spoiler-Bereich. Wie gesagt, auf YouTube könnt ihr euch ihn nochmal angucken. Ansonsten guckt ihn erstmal, springt dann wieder hierher. Aber jetzt feuerfrei. Ja, also die Filme, die ich meine, sind ganz klar Event Horizon und Sphere. Ja. Sphere halt die ähnliche Handlung, dass sich da die Ängste manifestieren. Genau. Wobei ich hier auch nicht ganz verstanden habe, welche Ängste das zum Teil sein sollen. Nee, bei einigen ist das sehr wirklich klar. gerade bei der Dame, die sagte, die von dem Wurm oder der Mahner beglückt wird, die sagt ja kurz vorher, sagt die wortwörtlich, ich hasse Würmer. Mhm. Und dass dir dann dieses Schicksal widerfällt, ist ehrlich gesagt ganz schön widerlich. aber bei Menschen habe ich ehrlich nicht verstanden, was denn jetzt diese konkrete Angst sein soll. Mm. Also gerade Sitake, der wirft ja so eine Art Morgenstern die ganze Zeit und er wird dann mehr oder weniger von diesen eigenen Morgensternen attackiert. Ich glaube nicht, dass das seine größte Angst war, die er jemals hatte. Und Robert Englund hat auch einen sehr merkwürdigen, also der wird dann von seinem eigenen Ich-Spiegelbild attackiert. Ja, ist das so ein ausgeprägter Narzisst oder so? Ich weiß nicht, was da ist. Aber so verhält er sich ja nicht, aber ja. Nee, überhaupt nicht. Ja, also das erschließt sich einem nicht. Die hatten wahrscheinlich einfach nur eine Idee, was man machen könnte und ob das jetzt dazu passt oder nicht. Relativ wurscht. Ja, ist schon lustig, was sie da draus gemacht haben. Ich sag ja, die erste Hälfte ist super, weil du halt noch so dieses, das ist halt Survival-Horror, ne? Du denkst noch, okay, auf diesem Planeten, also die ersten Tode passieren ja auch durch irgendwelche Kreaturen, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Wir haben so ein großes Insekt, wir haben so ein schleimige Würmer und da bist du ja noch voll drin und dann wird's halt immer dubioser, du hast schon gesagt, sie takes tot. Ja, hier, ich lebe und sterbe mit den Kristallen. Ja, ist ja so ein Satz, den er rausballert. Ne? da fängt's ja dann schon an, wenn sein abgetrennter Arm diesen Kristallwurfstern in ihn reinschmeißt, ja, wo dann so, okay, jetzt wird's dubios und dann baut er halt auch ab. Da sind wir auch relativ in der Mitte des Films. Und die zweite Hälfte, dann haben wir halt ein Sammelsurium aus allen möglichen, da erkennt man es auch schon, Ängsten, die sich eben manifestieren. Ne? Du hast jetzt gesagt, Sphere und Event Horizon, das haben wir vorher in Anführungszeichen schon bei sowas wie Forbidden World, Forbidden Planet, Alarm im Weltraum. Planet, ja. Und Solaris spielt ja auch damit, dass Ängste und Wünsche sich manifestieren. Ja, also von daher, da denke ich, kommt die Inspiration letzten Endes her. Nur sie haben halt irgendwie nicht gewusst, wie sie es adäquat einbauen sollen. Ne? Ja. Ich meine, sie haben halt einfach eine Crew genommen, eine Weltraumcrew, die so ziemlich aus den labilsten Rettungskräften besteht, die man sich nur vorstellen kann. Ja, definitiv. Also das ist wirklich, da ist ja, ich will nicht sagen jede Figur, aber ich sag mal, mindestens die Hälfte ist, wo du denkst, arg überspannt. Oh, dieser eine Kreischtyp gleich am Anfang, der quasi von Szene zu Szene gerannt ist und immer nur so, ja. Ja, also, ja, und so wie ihr sagt, manche Ängste, Tode werden irgendwie nicht so ganz klar. Also zum Beispiel bei der Kapitänin, wo man ja mitkriegt, die hat so ein Trauma, weil sie in irgendeiner Schlacht dabei war und als einzige überlebt hat. Warum sie dann irgendwie verbrennt? Nee, ich glaube, die ist raus und dann, genau, hat sich dann irgendwie was ausgesetzt. Keine Ahnung, der Atmosphäre. Ja, was denn? Ja, wir haben ja keine Helme. Aber das Witzige ist ja, bei der hätte man ja sogar einen Hintergrund, weil wir wissen ja von Anfang an, die hat als einzige mal so eine Mission überlebt, hat die da rausgeflogen. Also die hat ja sogar einen Background und dann stirbt die einfach, weil da rausgeht und verbrennt. Aber es sieht cool aus. Das muss man sagen. Cool aus, ja, ist schon. Aber da hätte man ja wirklich was machen können. Bei den anderen weiß man gar nichts. Ja. Und da passiert halt irgendwas, kann man ja sagen, ja, und das hätten wir vielleicht ein bisschen besser ausbauen können. Aber der hatte man ja was. So.
Ein bisschen doof. Die hätte auch genauso gut einen Ventilator auf den Kopf kriegen können oder rutscht einfach Bananenschale aus, ne? Sieht halt nicht so geil aus, so, ne? Ja. Ist aber auch relativ, ja. Was mir aufgefallen ist, der Film erinnert mich rein optisch auch noch an einen anderen, ja, Kult-B-Film, Planet der Vampire von Mario Bava. Wusste ich, dass du kommst. Ja. Oh, stimmt. Aber der hat sehr ähnliches Setting. Also die landen da ja auch auf so einem fremden Planeten, ja. Und also rein optisch hat der Planet der Vampire sieht tatsächlich noch geiler aus, was hat Mario Bava in den 60ern. Der wusste halt, wie man so Lavalampenplaneten bastelt. So, ne? Aber das hat was Ähnliches tatsächlich. Hat der Alien ja auch von dem ein bisschen übernommen. Also. Das stimmt, ja. Ja, indirekt, inoffiziell, halboffiziell. Also, wenn wir hier bei Inspirationquellen sind, dann muss man ganz klar Mario Bava nach vorne stellen, da auch vor Alien noch. Ne? Ja. Also, weiß ich nicht, ob das die Inspirationsquelle war, aber die Parallelen sind relativ deutlich. Ne? Ja, ich glaube, die haben wahrscheinlich eher Alien gesehen. Ich glaube nicht, dass sie Planet der Vampire angeschaut haben, aber letzten Endes natürlich hast du recht. Ja. Planet der Vampire ist vom Visuellen her irgendwo eine Inspirationsquelle gewesen für Alien. Eine der Quellen. Und bei Corbin, glaube ich, der hat Planet der Vampire gesehen. Sagen wir es mal so. Ich bin relativ sicher. Kann gut sein. Ja, wahrscheinlich waren die auch schon Kaffee trinken oder so. Die packen also von daher. Also es gibt auf jeden Fall so 1, 2, 3 Szenen, die ich nicht so schnell vergessen werde. Das ist einmal das mit der Kapitänin, wo die wieder reinkommt und quasi das ganze Gesicht so blutig und schmierig und läuft so weg. Das ist ganz geil. Wo er sich den Arm abhackt mit seinen Kristallgedöns, ne? Wo er dann, also vorher siehst du ja, wie so ein Stück dann in seinen Arm reingeht. Das ist auch ziemlich cool gemacht. Das funktioniert auch heute immer noch ganz gut. Und dann hackt er sich das Ding ab. Und dann gibt's ja danach diese Maden-Szene, wo dann die Maden dann schon da an dem Arm rumnagen. Lustigerweise hat Cameron ja das Ding angeblich unter Strom gesetzt, damit die Maden dann so rumzappeln, weil die nicht mit dem Ding interagieren wollten. Auch sehr spannend. Und danach kommt natürlich diese berühmte Szene, die wir jetzt gerade schon ein bisschen besprochen haben, wo ich dann gelernt habe, das soll einen erotischen Exitus darstellen, quasi, als Angst. Eine Mischung aus Orgasmus und Todessehnsucht. Okay. Ja, hatte ich auch schon gelesen, aber ja gut. Ja, was willst du sagen, ne? Ironischerweise ist ja die Schauspielerin fast gestorben bei dem Dreh, weil dieses Ding eine Tonne gewogen hat und irgendwie sich fast von der Halterung gelöst hatte und sie platt gemacht hat. Ja. Boah, und vor allem erklärt das mal der Versicherung, ne? Wie gestorben ist. Es war eine künstlerisch notwendige Szene, ne? Also, ja. Ich würde ja gerne mal wissen, wie sie auf diese Idee gekommen sind. Saßen die da irgendwann mal am Frühstückstisch und haben sich gedacht, so, wir brauchen irgendwie noch so eine Nucky-Dice-Szene. Was machen wir denn? Ja, so ungefähr wird es gewesen. Also definitiv, wir brauchen irgendwie noch ein bisschen eine nackedeine Sex, in Anführungsstrichen. Wir brauchen halt irgendwie noch nackte Brüste in dem Film und wir wollen was Kontroverses. Wir brauchen irgendeinen Schockeffekt. Und das war wohl dann, das ist das Resultat daraus, wie auch immer man darauf kommt. Aber ja, das so der Grundstein wird das gewesen sein. Ja, 80er, da waren noch andere Sachen möglich. Ja, definitiv, ne? Hey, ich muss noch mal zu dem Finale kommen, weil dann wird ja dann nachher quasi dann, ich weiß gar nicht, ich komme auf den Namen gerade nicht, aber einer überlebt ja alles und versucht dann am Ende sich dann quasi furchtlos zu machen und alle Ängste zu überwinden. Und dann stellt sich ja raus, dass der Koch, siehst du, der Koch war es wieder, der Klassiker. Ja, der Gärtner, sondern Koch, ja. Genau. Und der quasi ja der ominöse Führer der Menschheit ist mit dem roten Kopf und den tötet er dann. Und wird dann selber zum roten Kopf-Typ. Mhm. Ah, ja, das war nochmal irgendwie so, wo ich dann am Ende irgendwie dachte so, ach, okay, alles klar, jetzt habe ich alles gesehen. Ja, das war dann dieses, ich sag mal, Mindfuck-Ende für Arme. Ne? Du schmeißt da irgendwas rein und musst nichts erklären und kannst aber so, ja, wer weiß und war das alles schon, war das Vorhersehung oder ein großer Plan und muss er jetzt auch, wissen wir nicht. Weiß Roger Corbett und Bruce D. Clarke wissen das selber nicht, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich, war, ohne Scheiß, die wollten irgendwas machen, was mit Aliens und mit Gewalt und so, was eben gerade super gut passt zu dem aktuellen Trend, den man hat. Und ja, schuster mir was zusammen, wir basteln ein paar geile Szenen, das können wir und fertig ist, er verkauft sich. Und es hat ja auch funktioniert. Ja. Und das finde ich an dem Film ja auch so charmant irgendwie. Der hat so null Anspruch, irgendwie was zu erzählen oder irgendwie wichtig, bedeutsam zu sein. Der will einfach nur unterhalten.
Das ist ein schmockiger Unterhaltungsfilm, das macht er halt volle Kanne. Und das ist sehr charmant, finde ich, sehr liebevoll. In dem Rahmen, was er kann, macht es gut. Pflicht erfüllt. Also ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. Und das springt auf jeden Fall ausreichend hoch. Ja, ja. Ich weiß nicht, also irgendwie, ich stehe mal so zwischen den Stühlen. Irgendwie mag ich ihn. Wie gesagt, ich mag die erste Hälfte total. Die zweite Hälfte kann haben, wer will. Ja, das Ende, total doof. Für meine Begriffe, ja. Also wer wer den guckt wegen dem Elven-Rip-Off, würde ich halt sagen, guckt ebenfalls von Roger Corman Mutant, das Grauen im All. Ja, der ist Der ist auch nicht so hundertprozentig gut, aber der ist irgendwie um Längen besser und holt einen auch mehr, was die Alien-Rip-Off-Schiene angeht, auf jeden Fall ab, würde ich behaupten. Hat auch seine Effekte, seine schmatzigen, also würde ich empfehlen. Eher als den hier. Und ich würde generell sagen, wenn es euch um Roger Corman geht, guckt euch eher noch andere Filme von ihm an. Also gerade ältere Filme, wo er auch vielleicht selbst Regie geführt hat, die sind tatsächlich teilweise ziemlich gut. Da fällt der nicht rein. Aber der ist unterhaltsam, er erfüllt seinen Zweck. Und ich finde, der hat seinen Kultstatus in seiner Bubble durchaus verdient. In seiner Bubble, das trifft sich, glaube ich, ganz gut. Genau. In seiner Bubble. Ne? Ich habe die ganze Zeit so überlegt, wen könnte man dem Film denn empfehlen? Und ich glaube, wirklich nur jemanden oder ne, wo man weiß, die Person möchte sich so ein bisschen so in Science-Fiction-Geschichte reinhängen und kann auch gerne mal etwas Groberes gucken, was vielleicht jetzt nicht so, wie soll ich das beschreiben, qualitativ, intellektuell hochwertig ist, so kann ich es mal sagen, sondern einfach was darstellen will, was einfach irgendwie mal unterhaltsam sein soll, was auch sehr kurzweilig ist. Ich meine, der geht ja auch eine Stunde 20, das ist ja auch relativ schnell durchgeguckt. Und Jaco, ich gebe dir recht, für das, was er ist, ist er gut, so. Ja, also da muss man halt eben auch gucken, wo man sich da befindet, so auf welchem Platz spielen wir hier, ne? Das ist halt jetzt nicht Champions League, das ist halt irgendwo im besten Fall Regionalliga, aber da Spitzenreiter, so, ne? Und da kriegst du was für dein Geld, so, ne? Also alles in Ordnung, ne? Da ist halt Dosenbier und Bratwurst angesagt und fertig ist, ne? Alles gut. Ja, ist halt so, ich meine, der Term passt nicht so ganz, ne? Man kennt ja dieses Style over Substance, ne? Wird ja eher für A-Produktionen benutzt, ne? Also, oder für einfach hübschere Filme. Ich würde es aber bei dem auch gelten lassen, weil ist so, ja. Ich finde tatsächlich den Look super. Klar, es ist keine A-Produktion, aber ich finde, für eine B-Produktion ist der schon aus meinem Empfinden für einen Film aus den Anfang der 80er auf jeden Fall gehoben. Ja, also ich fand's super. Ja. Inhaltlich, naja. Und da schwer den zu empfehlen, ja. Ja, wirklich. Ist er. Wenn man auf schön gemachte, detailverliebte Sets steht, dann ist das ein guter Film für einen. Ja, wenn man mehr erwartet, dann schwierig. Ja, man muss definitiv genreaffin sein und man muss halt ein ganz, ganz dickes Herz für B-Movies haben. Sonst funktioniert das halt nicht. Also wer sich jetzt eher eben das typische A-Klasse-Material und große Studiofilme und so, der Bruder, das ist völlig dran vorbei. So, man muss schon wissen, worauf man sich hier einlässt. Aber ich sag mal ganz ehrlich, ich habe auch schon so viele andere Filme gesehen, die in der Liga spielen, die bedeutend schlechter sind. Also absolut. Die auch nicht unterhaltsam sind. Also da kann man mit so viel Liebe dran, denkt sich, das ist so kacke und so langweilig. Jetzt interessiert doch kein Mensch, wer guckt sowas. Und hier, ich weiß, wer sowas guckt. Also nicht nur ich. Und ich wüsste, da gibt's mit einigen Menschen, wo ich sagen würde, guck dir das an. Aber ja, die muss man sich schon rauspicken. Ist ganz klar. Ne? Das wäre jetzt nicht, wenn mir jemand sagt, nimm mir mal, selbst wenn es 200 Filme wären, die ich auf jeden Fall gesehen haben müsste, müssen wir schon sehr genau rausgucken, bei wem der auf den Zettel kommt, ne? Das ist halt so. Ja, und ich meine, Alien hat natürlich auch was losgetreten. Also nicht nur im qualitativen Science-Fiction-Bereich, da vieles nochmal auf ein anderes Level zu betreiben, sondern hat ja auch Anfang der 80er wirklich zu einer Welle von so Science-Fiction-Schnellproduktionen gesorgt, die, oh, ich glaube, wenn du das alles gucken müsstest, dann wärst du danach wahnsinnig wahrscheinlich. Ja, und umso mehr wüsste man den zu schätzen, glaubt ihr. Das stimmt. Also das ist tatsächlich so. Ja, das stimmt dann, ja, genau. Okay. Ja. Habt ihr noch was ihr zum Film sagen wollt? Ansonsten hätte ich noch eine Frage. Dann stell deine Frage von mir. Ja, bitte. Okay. Würde so ein Film heute noch in Produktion gehen? So wie er ist? Nein. Ja, so wie er ist. Natürlich nicht. Also heute wäre das irgendwas für ein Sci-Fi-Channel so. Das sehe ganz, ganz anders aus und wäre auch total beschissen.
Die Prognose stelle ich mal. Ne? Man muss ja auch sagen, leider, da ist ja Roger Corman auch irgendwann gelernt, dass er so Sci-Fi-Produktion macht, weil eben diese Art von Filme machen in der Art heute nicht mehr möglich ist. Zumindest in der, ich sag mal, auch Qualität, die dann dahinter steht und diesen Unterhaltungswert, dieses Liebevolle, das geht heute so nicht mehr. Behaupte ich ganz einfach. Oder es ist sehr, sehr schwer, noch schwerer als damals. Ja, ich weiß nicht. Also wir hatten ja Event Horizon, der ja schon relativ ähnlich ist, ne? Ja, aber das ist ja eine ganz andere, das ist ja viel, viel hochwertiger produziert. Ja, klar. Das ist kein Vergleich. Ne? Ja, von daher, ne, stimme ich schon zu. Also, ja, schwierig. Ja, ich glaube, heute hast du dann nur noch die Wahl zwischen meiner Kellerproduktion oder Studentenabschlussarbeit. Ne? Oder tatsächlich, du schließt dich irgendwo einem Vertriebsverleih an, aber da gibt's dann Regeln und die haben andere Kategorien, anderes Budget und sowas alles. Ja. Ne? Und ich glaube, dazwischen gibt's nicht mehr so wirklich viel. Also ich kenne wirklich wenig, gerade im Science-Fiction-Bereich, Beispiele, wo so Dinge in eigener Handarbeit entstanden sind noch in den letzten Jahren. Ja, ne? Man muss auch sagen, zum damaligen Zeitpunkt, das war ja Roger Cormans eigene Produktionsfirma schon, der war ja schon lange im Geschäft und der hat trotzdem diese Selfmade-Dinger gemacht. Der war ja nie in einem großen Studio irgendwie angestellt. Der konnte, und das war ihm, glaube ich, auch relativ wichtig, dass der so Sachen selber machen konnte, da immer auch so das letzte Wort hatte und eben entscheiden konnte, das bringen wir jetzt, da wird jetzt eine Frau von einem Wurm vergewaltigt, das machen wir, Punkt, zack, fängt. Das wird es heute übrigens nicht mehr geben, so. Das definitiv nicht, aber das hätte der ja nie bei irgendeinem Studio durchgekriegt, niemals so. Und das, allein das ist halt schwierig, dass du heute jemanden hast, der so viel Macht im Prinzip hat, aber so ein kleines Independent-Studio führt und sowas auch noch umsetzen kann. Das gibt's nicht, ne? Das könnte ein Uwe Boll, der seine Filme selber produziert. Der kann das vielleicht noch machen, aber das wäre scheiße, das guckt keiner. Ne? Und er würde dann wieder denken, er hätte ein politisches Meisterwerk gedreht. Ich freue mich schon sehr auf seinen neuen Film, das wird auch ein Knaller. Ne? Also sowas halt wieder, ne? Ja. Wo er meint, er macht da sonst was für einen Hit. Ne? Ja. Ja, Boll und Corman sind zwei Welten. Also die darf man nicht in einen Topf werfen, auf gar keinen Fall. Machen ja manche Leute, ne? Das muss man einfach sagen. Ne? Mir fällt es gerade auf, weil wir das eben bei dem Cast, den wir vorher aufgenommen haben, da hast du das reingeschmissen. Da war sehr vehement dagegen. Ne? Ja, hast du der Vergleich liegt ja manchmal da. Aber ja, aber da liegt der Vergleich, ne? Weil Boll ist ja auch jemand, der wird von keinem mehr gesponsert, warum auch immer. Oh, komisch, keiner mehr Geld. Nee, wirklich nicht. Der muss jetzt alles selber ranschaffen. So, der kann noch seinen eigenen Scheiß produzieren, weil er das komplett finanziert. Was dabei rauskommt, also der könnte noch so einen Film drehen, wenn er wollte, aber das wird nicht kommen. Ja, der könnte auch so einen Film nicht drehen, der könnte das nicht. Dem fehlt das Auge, dem fehlt das Handwerkliche, ja. Richtig, davon abgesehen, ja. Guck jeden Boll. Aber wenn er wollte, könnte er es machen, weil ihn keiner mehr auf den Finger guckt, weil es eh seine ganze Kohle, die aus dem Fenster scheißt. Er könnte es versuchen, ja, aber ohne Scheiß, ey. Ich glaube, ich habe wirklich sehr viele von den Boll-Filmen gesehen und kein einziger hat, ich habe so eine Affinität für hübsche Sets und sowas, ja. Und kein einziger Film hat so gut ausgesehen wie der. Ja, von den Kulissen her. Damit haben wir auch genug zu Boll gesagt. Ich wollte ja, sparen, genau. Aber ja. Das müssen wir am Rande. Okay. Genau, dann wären wir tatsächlich am Ende. Die Frage war mir halt jetzt nochmal wichtig. Genau, das war Planet des Schreckens, Galaxy of Terror. Wie gesagt, guckt gerne mal rein, könnt ihr auf YouTube, auf Englisch einfach mal gucken. Geht eine Stunde 20, sehr spratzig, macht Spaß, ist so ein bisschen so eine Ikone der Anfang 80er in seinem Bereich, Science-Fiction-B-Movies. Roger Corman haben wir alles besprochen. Ich bedanke mich bei euch beiden. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Aber ich glaube, wir sollten jetzt wieder einen anderen Film wählen. Mal gucken, welcher jetzt in Folge 6 dann rauskommt. Endzeitfilm aus Italien, oder? Ja, auf jeden Fall. Da wäre ich vielleicht noch dabei, ehrlich gesagt. Ja. Metropolis 2000, Schweiz, wenn man gucken. Nee, da wäre ich dann auch raus. Okay. Fire Flash. Aber Metropolis 2000 ist einer der besseren. Ja, das stimmt schon, ja. Das muss man sagen, von Italo Endzeitfilm ist Metropolis 2000 einer der besseren. Der ist wahnsinnig unterhaltsam, aber vom Look, also der ist ja schäbig wie nichts Gutes, ne? Aber der sind halt die italienischen Steinbrüche, aber. Ja, genau, das sind diese ganzen Baggersees. Gehört halt dazu, ne? Da bin ich früher schwimmen gegangen. Und direkt daneben die kaputte Fabrik, ja? Ist halt so. Ja. Überall spielt George Eastman mit, überall. Oh je. Okay, gut. Ja, das
Das nochmal am Ende. Genau, danke euch beiden. Genau, ich sag schon mal tschüss. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr den Film gesehen habt und wenn ihr ihn gesehen habt, was ihr davon haltet und ob ihr noch Anmerkungen zu uns habt und ob ihr Wünsche vor allen Dingen auch habt, was wir als nächstes besprechen sollen. Das auch immer gerne einfach schreiben. Dann würden wir das in einer der zukünftigen Folgen mal einbauen. Wie gesagt, vielen Dank von meiner Seite aus und ich gebe dann ab an Jaco. Ja, auch meinerseits vielen lieben Dank fürs Zuhören. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Danke an euch. Und ja, schreibt doch ruhig mal wirklich in die Kommentare, was ihr denn mal hören wolltet. Vielleicht reden wir die ganze Zeit am potenziellen Publikum vorbei. Kann ja auch sein, ne? Und ihr wollt lieber E.T. oder was weiß ich was. Familiengerecht, das können wir ja auch mal machen, ne? Muss ja nicht immer nur Gewalt und Sex mit Würmern sein. So. Ab und zu ist schon, aber ne? Von daher, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch da draußen, die uns zuhört. Thomas, Jaco, es war mir abermals eine Freude. Und in space, no one can hear you scream. Sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night.